Dieser Porsche hat auf dem Autosalon in Genf seinen ersten Auftritt auf europäischem Boden. Und der Panamera GTS wird den Porsche-Puristen einigen Diskussionsstoff liefern. Eine viertürige Luxuslimousine, das hat doch nichts mit einem Sportwagen zu tun, sagen die Gegner. Wirklich? Wenn die Buchstabenkombination GTS am Heck klebt, dürften aber auch die größten Kritiker nach wenigen Kilometern verstummen. Auch wenn diese Limousine genügend Platz bietet, um die komplette Familie am Ausflug in den Grenzbereich teilhaben zu lassen, ist sie selbst auf einer Rennstrecke nicht in der Rolle der mobilen Schikane. 430 PS schieben ihn in 4,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Bleibt das Gaspedal weiter am Boden, endet der Vortrieb erst bei 288 Stundenkilometer. Doch ein leistungsstarkes Triebwerk unter der Haube alleine ist auf einer Rennstrecke kein Garant für niedrige Rundenzeiten. Damit das 2-Tonnen-Gefährt nicht wie ein Ozeanriese um schnell angegangene Kurven wankt, haben die Porsche-Ingenieure dem Fahrwerk viele Überstunden gewidmet. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Panamera GTS ist wirklich in der Lage, es mit echten Sportlern aufzunehmen. Und daran ist an erster Linie das Setup beteiligt. Es sind nicht etwa Computer, die für die richtige Bodenhaftung sorgen und die überschüssige Leistung einfach wegregeln. Die Techniker haben ein ehrliches Sportfahrwerk geschaffen, das dem Schriftzug Porsche auf der Heckklappe alle Ehre macht. Doch die Leistungsfähigkeit des Panamera Gran Turismo Sport, wie er mit ganzem Namen heißt, werden wohl die wenigsten Käufer ausloten können. Ausflüge auf die Rundstrecke werden sie ihrem GTS verwehren und damit lieber durch den Großstadtdschungel oder über die Autobahn gleiten. Da in vielen Fällen aber auch beim Fahrer die Rennfahrergene fehlen dürften, ist das auch besser, damit das 120.000 Euro Auto unversehrt bleibt.